Guten Abend, meine Damen und Herren. Tifros Vita brachte uns heute gleich zwei Kaltfronten. Die erste Kaltfront brachte den Regen, die zweite dann den Sturm und die deutlich tieferen Temperaturen. Diese kalte Luft können Sie sehr schön erkennen an dieser streuselkuchenartigen Bewölkung. Darunter verbergen sich kräftige Schauer und die begleiten uns an der Nordsee auch durch die Nacht. Sonst ist es häufig klar, südlich der Mosel ist es allerdings auch mal stärker bewölkt. Da kann es noch einige Schauer geben. Und an den Alpen fällt Schnee, Schnee, Regen. Die Schneefallgrenze liegt so ungefähr bei 800 Meter. Da kann es also glatt sein, genauso wie auch in den Mittelgebirgen. Für Glätte reicht es aber in Deutschland fast überall, denn bei Temperaturen zwischen plus 3 und minus 2 Grad droht überall Bodenfrost. Und ausgenommen davon sind einzig Rügen, die ostfriesischen Inseln und der Oberrhein. Nach dieser wirklich sehr kalten Nacht bleibt es dann auch tagsüber frisch. Mit einstelligen 2 bis 8 Grad. Morgen gibt es im Nordwesten noch einige Schauer und im Harz kann auch noch mal ein bisschen Schnee dabei sein. Freundlicher sieht es im Osten aus und vor allen Dingen auch in Süddeutschland. Im Erzgebirge gibt es noch einige Schneeregenschauer, genauso wie an den Alpen. Die lassen aber im Laufe des Tages mehr und mehr nach. Und am Wochenende beschränken sich die Regenfälle meist auf Norddeutschland. Es bleibt kühl bei 3 bis 11 Grad. Schönen Abend noch.